50 Jahre Frauenstimmrecht, das feiern wir diesen Sonntag in der Schweiz. Kaum eine Tageszeitung oder eine Nachrichtensendung, die im Moment nicht darüber berichtet. Selbstverständlich ein grosses Thema. Jetzt gibt es auch noch einen Live-Net-Talk dazu, werdet ihr vielleicht denken. Aber ich glaube, es ist richtig, über das wichtige Ereignis auch in diesem Rahmen noch zu reden. Und wir werden natürlich speziell auch die Rolle der Christen in dieser damaligen Diskussion, auch von den Kirchen, genauer unter die Lupe nehmen. Stellen wir euch gerne kurz Gäste vor von diesem Talk. Wir haben vier Gäste hier heute dabei in dieser Diskussionsrunde. Und natürlich Ladies First machen wir hier, weil das Thema ist ja auch ein bisschen das ja, als Ganzes. Sarah Fritz, die jüngste in unserer Runde, sie ist EVP-Landrätin im Kanton Basel-Land und aus Birsfelden, 36 Jahre jünger als der älteste unserer Runde, wo wir dann nachher drauf kommen. Also wir haben eine ziemliche Bandbreite von den Generationen, von den Jahrgängen. Sarah Fritz, mal einfach gerade für dich als erstes Mal schon zu sehen und ein bisschen kennenzulernen. Was motiviert dich, politisch heute aktiv zu sein? Ja, ich glaube, es ist die Möglichkeit, die Gesellschaft mitzuprägen. Und wenn ich als Bürgerin einfach abstimme, dann kann ich Ja und Nein zu einer Vorlage sagen, aber als Parlamentarierin kann ich die Vorlage mitgestalten. Ich kann das Gesetz noch Anträge machen oder etwas rausnehmen, etwas reinbringen und das Mitgestalten von der Gesellschaft und von der Politik, das finde ich super spannend. Okay, und seit wann bist du dabei im Landrat jetzt? Seit 2009, also jetzt 11,5 Jahre. Genau. Wow, das ist schon eine lange Zeit eigentlich. Genau. Erfahrene Politikerin mit Jahrgang 85, also noch sehr jung und gleich schon ein paar Jahre Erfahrung in dem Sinne. Genau. Wunderbar. Freut mich, dass du dabei bist, Sarah. Ja, danke für die Einladung. Und wir haben Lisa Leisi dabei, sie hat Jahrgang 64, ist also vor Einführung des Frauenstimmrechts auf nationaler Ebene auf der Welt gesehen. Präsidentin von der EDU Kanton St. Gallen, wohnt in Toggenburg und sie ist Familienfrau, genau Lisa Leisi. Ich sehe etwa alle Berichte, Kommentare auch eben in den EDU-Standpunkten im Magazin und jetzt freut es mich, dich auch einmal zu begrüßen in einem Talk. Sag doch auch gerne kurz so ein bisschen zur gleichen Frage. Was motiviert dich, politisch aktiv zu sein, immer wieder? Ich danke auch für die Einladung. Und mich motiviert, dass ich ein Sprachrohr sein kann für Leute, die ähnlich denken wie ich, die ähnliche Anliegen haben. Ja. Okay, wunderbar. Und wie lange bist du aktiv schon in diesem Bereich? Mitglied bin ich 1995 geworden und schon gleich halt dann aufgestiegen, Vorstand Toggenburg und dann kantonal und dann Vizepräsidentin vom Kanton und jetzt halt Präsidentin wieder, weil zuerst. Okay. Ja. Wunderbar, also herzlich willkommen auch dir hier in unserer Gesprächsrunde zu dem 50 Jahre Frauenstimmrecht. Der Heiner Studer ist dabei, er ist jetzt eben dem, was ich anfangs gesagt habe, 36 Jahre liegen dazwischen, zwischen der Sarah Fritz und dem Heiner Studer. Der Heiner Studer, der lange EVP-Präsident war und von 1999 bis 2007 im Nationalrat, also der TO, im Bundeshaus hat dürfen mitpolitisieren. Er ist aus Wettigen und hat sehr spannende Geschichte im Zusammenhang mit 50 Jahren Frauenstimmrecht. Jetzt stelle aber zuerst Heiner und dir die gleiche Frage. Was motiviert dich, nach so vielen Jahren immer noch politisch tätig zu sein? Ich habe mich schon als Kind immer für Politik interessiert und ich kann sagen, und ich meine es so, ich habe Politik mit der Muttermilch aufgenommen. Meine Mutter ist aus dem Baselbiet aus einer politischen Familie gekommen und sie hat schon in den 50er Jahren bei uns im Aargau jeden Grossratsbericht gelesen. Und das ist nicht selbstverständlich für Männer gewesen und für Frauen schon gar nicht. Also es hat mich immer bewegt, das Thema. Wunderbar. Und der Rudi Lustenberger, der schaut auf eine lange Karriere in der Politik zurück. Er ist 70, also Jahrgang 50, aus Romans im Entlebuch und
Ja, ich habe natürlich viel jemanden angetroffen, als ich noch beim Lokalradio war für das Emmental Entlebuch und habe ihn immer sehr geschätzt. Im Jahr 13-14, in diesem Amtsjahr, war er Nationalratspräsident, also höchster Schweizer, und hat politisiert für die CVP von 1999 bis 2015 im Nationalrat. Rudi Lustenberger, du eben, wärst nicht mehr in einem Amt offiziell jetzt, aber wahrscheinlich tust du auch immer noch mitwirken, mitdenken und alles, dass das Politikerherz ist auch immer noch, oder? Was motiviert dich für politisch immer noch oder all die Jahre mitzuwirken? Ja, wenn man 16 Jahre in Bern politisiert hat, vor 8 Jahren im Kanton, dann tut man ja das nicht von einem Tag auf den anderen einfach weglegen. Aber ich darf jetzt noch etwas sagen und ich muss nicht. Und das ist das Schöne. Wenn ich das Gefühl habe, ich will mich äußern, dann habe ich schon Gelegenheit. Aber zu allem und jedem muss ich nicht mehr etwas sagen. Man muss auch einmal können, den Schritt zurück machen. Heute bin ich gerne daher gekommen, weil es ist ein Schlüsselerlebnis in meiner politischen Karriere. Ich bin am 2. April 1950 geboren, habe vom April 1970 stimmen. Da war noch Stimmrechtsalter 20 gewesen. Und das war eine von meinen ersten Abstimmungen gewesen. Und wir werden auf das zurückkommen. Absolut, genau. Dort hier wollte ich jetzt nämlich gerade weitergehen an den Moment, wo das passiert ist. 1971, wo die Entscheidung getroffen wurde. Und die ganzen Debatten, die rundherum sind gelaufen, und auch, natürlich sind viele aufgestanden für das, dass es dazu kommen konnte, viele Frauen, viele Vorkämpferinnen, wo man im Moment auch bei den Medien viel kann über sie lesen kann, oder es gibt diverse News-Sendungen, 10 vor 10, Serie dazu zum Beispiel. Aber eigentlich die Frage an euch, wo seid dabei gewesen, zuerst, hey, hast du dir vielleicht, wo das erlebt hast, denn die Debatten, wie hast du da noch Erinnerungen an das Jahr 71 und alles, oder auch schon ein bisschen vorher, was da alles ist abgegangen? Ich bin im Herbst 1970 mit 21 Zentralsekretär von der EVP Schweiz geworden und auch Redakteur von unserem Parteiorgan. Und die erste Kampagne, wo ich dabei war, war eben Abstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechts. Parteisekretär und Vertreterin der Frauenverbände, unter anderem Marthe Gosteli, die ja die berühmteste noch ist unter denen, haben gemeinsam die Kampagne gemacht. Wir sind uns alleine gewesen, aber wir haben kein Geld gehabt. Und dann hat man die Unternehmungen gebeten, sie möchten doch spenden. Und die haben alle gesagt, wir sind für das Frauenstimmrecht, aber wir zahlen nichts. Also, die Hauptaufgabe musste sein, wie kann man eine Minimalkampagne machen, die die Frage sichtbar macht. Auf der anderen Seite, Frauenstimmrecht, ja, nein, das hat ja nicht Gewaltskampagne gebraucht. Man musste die auf der Kippe, vor allem die Männer auf der Kippe, müssen motivieren. Nehmt alle Mut zusammen und stimmen ja. Genau. Aber es hat natürlich vorher schon Abstimmungen gegeben, die negativ verlaufen sind. 66 Kanton Zürich. Und dann sind ja erst die Kantone gekommen, unter anderem auch der, wo Sarah Fritz jetzt auch aktiv ist in der Politik, wo das dann eingeführt hat, zum Beispiel der im 68. Aber lassen wir doch auch noch gerne den Rudi Lustenberger darüber reden. Was ist bei dir denn in dieser Zeit abgegangen? Du hast es vorhin schon gesagt, für dich ein wichtiger Moment gewesen, eine von den ersten Abstimmungen, die du erlebt hast, aktiv so. He? Also bei uns daheim hat man am Familientisch immer politisiert, wie bei Männern auch. Aber ich war mit 21 selbstverständlich nicht politisch aktiv, indem ich ein Amt hatte. Ich war hier Schreiner, habe mit 24, wo wir geheiratet haben, die Firma von meinem Vater übernommen. Das ist jetzt nur am Rande erwähnt. Aber für mich war es immer klar, dass die Frauen die gleichen Rechte haben wie die Männer. Und ich bin mit Überzeugung dort anstimmen. Mein Vater auch. Aber wir zwei sitzen Romos in der Minderheit gewesen und im ganzen Entlebuch auch. Aber das war das Entlebuch nicht allein gewesen.
Das war im Emmental etwa gleich wie im Entlebuch. Aber wichtig war, dass die Vorlage angenommen worden ist und nachher ist das ins Laufen gekommen. Mhm. Interessanterweise hat es ja auch Frauen gegeben, immer wieder, die in dieser Zeit eben auch nicht überzeugt waren, dass das kommen soll, oder? Ist das, ja, das hast du wahrscheinlich auch erlebt im Umfeld, im Entlebuch oder auch sonst, dass einige Frauen das noch überhaupt nicht haben gesehen. Das muss ändern. Meine Mutter war auch dafür. Ah, ja. Meine Schwester, die ist ein Jahr jünger, die war auch dafür. Aber selbstverständlich hat das da Leute gegeben. Nur an einzelne Personen mag ich mich nicht mehr erinnern. Ich mag mich einfach an die Diskussion erinnern. Und die ist intensiv geführt worden. Es war, glaube ich, auch eine grosse Stimmbeteiligung. Das war auch gut gewesen. Und es ist einfach, die Zeit war da überfällig gewesen. Okay. Heiner Studer, du hast schon dich ein bisschen mit dem befasst, eben auch durch das, dass du in dem Arbeitsausschuss bist, im Komitee für die Einführung des Frauenstimmrechts. Und dort habt ihr ja schon auch sogar Gegenwind bekommen, zum Teil von Frauen, oder? Es ist klar, darum habe ich Mühe, wenn es immer heisst, Frauen gegen Männer. Auch bei diesem Thema nicht. Natürlich hat es viele engagierte Frauen gegeben für das Frauenstimmrecht, sonst wäre es nicht gekommen, auch vor 50 Jahren nicht. Und es hat aber auch immer viele Männer gehabt, ich würde sagen wahrscheinlich etwa ein Drittel, wo eigentlich schon lange dafür war. Und ich bin froh, dass es nach der Einführung nicht mehr ein Frauen-Mannen-Thema war, sondern ja, dass die Schritte gemacht worden sind zum Integrieren. Ich würde aber gerne noch ein bisschen vor das 71 noch ganz kurz, weil in der Deutschschweiz war Basel-Stadt der erste Kanton gewesen. Und zwar Bürgergemeinde, das ist eine öffentlich-rechtliche, hat im 57 das Frauenstimmrecht eingeführt. Die damalige Präsidentin vom Schweizerischen Frauenstimmrechtsverband war von unserer Partei, Elisabeth Fischer-Aliot, im 61. das erste Mal mit Frauen im Bürgerparlament. Und weil sie dort schon 69 war, bei Stimmrecht gekommen, ist ja die erste Sitzung, wo eine Frau im Parlament noch Alterspräsidentin war. Das hat dort Aufmerksamkeit erregt. Und das weiss fast niemand mehr. Oder im 68. mit der Hedi Vogt, unsere erste Grossrätin, die eine praktische Frau war und wo ich sehr viel von dieser Selbstverständlichkeit erlebt habe. Also es hat Frauen in dieser frühen Phase gehabt, die auf eine Art gekämpft haben, dass es eben nicht abgelöscht hat, sondern motiviert hat. Das einfach noch ein bisschen zur Vergangenheit, jetzt dürfen wir gerne über Gegenwart und letzte Zukunft diskutieren. Ja, aber etwas möchte ich gleich noch schnell wissen, oder auch gleich noch von der Vergangenheit, wo du dich auch damit auseinandergesetzt hast. Und ich habe es auch in der Einleitung gesagt, wir wollen noch darüber reden, wie war das gewesen, ob bei den Kirchen oder bei den Christen. Ja. Da gibt es ja auch so die Verse, die sagen, ja, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und das eben auch reingewirkt hat in die politische Debatte, ist durchaus auch der Fall, oder? Also unter Christen hat es intensive Debatten gegeben über das. Und zwar sind die Stellen in der Bibel, wo sagen, die Frau müsse in der Gemeinde schweigen, auch auf Politik anwendbar nicht. Und zwar hat es die Stimme gegeben bis zur Abstimmung. Ich habe als Redakteur von unserem Parteiblatt so eine Stimme extra Ende Januar 71 auch noch reingenommen, weil es ist eine Sache von der Fairness, dass es nicht nur das Pro, das Contra sich auch äussern kann. Aber diese Frage, die ist bis zu der Abstimmung ein Thema gewesen. Darf eine Frau auch sich äussern in der politischen Gemeinde? Dürfen wir den Unterschied machen? Okay, ja, fragen wir einmal bei der Lisa Leisi nach. Sie hat, wie ich schon erwähnt habe, Jahrgang 64, also ist am Anfang von der Schulzeit gestanden, wenn ich das ein bisschen richtig berechnet habe, oder? Wo das gelaufen ist. Also direkt weiss ich nicht, ob du noch Erinnerungen hast
was da diskutiert wurde ist oder wie da auch deine Familie geprägt ist in diesem Thema? Also ich habe noch Erinnerungen in dem Sinn, dass wir das in der Familie schon auch diskutiert haben. Wobei ich weiss gar nicht mehr, was die Meinung von meinem Vater war. Ich weiss nur noch, meine Mutter, die war eine Gegnerin, obwohl sie sich sehr für Politik interessiert hat und wahrscheinlich viel mehr alles verfolgt hat als mein Vater. Mhm. Aber sie hat einfach Befürchtungen gehabt, dass die Politik sich wird verändern, wenn die Frauen können mitbestimmen können, und zwar richtig links. Und das war ihr ein Ärgernis. Ah, okay. Ja. Voilà. Also. Und jetzt machen wir einen Schritt in die Gegenwart und schauen, wie das heute eben angeschaut wird. Und also mal vorweg, wenn man das ein bisschen beobachtet, was jetzt läuft rund um den Jahrestag, also das 50 Jahre Frauenstimmrecht, dann merkt man, gibt es so ein bisschen die Diskussion, ja, eigentlich sollte sich fast der Bundesrat noch entschuldigen für das. Hat es ja schon in anderen Fällen gegeben, bei der Geschichte von der Verdingkung, weil das, eben, das Frauenstimmrecht sind ja viel zu spät gekommen, haben jetzt einige Politikerinnen gerade vor ein paar Tagen rausgegeben, muss der Bundesrat sorry sagen, habe ich da in einem Artikel gesehen. Sie fordert Entschuldigung für das historische Unrecht. Was haltet ihr von dem? Ist es ein Grund zum Feiern oder sollte man eher etwas fordern? Lisa Leise, du würdest ein bisschen den Kopf schütteln. Ja, ich bin gegen eine Forderung. Ich finde, wir sollten doch einfach dankbar sein, dass wir es haben. Dass wir es jetzt doch schon längere Zeit haben und dass das kein Thema ist, eigentlich. Und auch der heutige Bundesrat, der kann ja nichts dafür, dass es mal anders war. Okay. Das Thema interessiert mich schon noch ein bisschen. Ich möchte noch andere Stimmen hören. Sarah Fritz wäre ja spannend, mal zu hören. Wie siehst du das? Ja, also ich glaube, ich war ja überhaupt nicht direkt betroffen gewesen. Ich war noch nicht auf der Welt, wo es eingeführt worden ist. Dann habe ich gesehen, bin ich vielleicht auch nicht die, die darüber nachdenken muss, ob der Bundesrat sich muss entschuldigen oder nicht. Das müssten ja die eigentlich, die auch darunter gelitten haben oder eben das Recht nicht gehabt haben dazumal. Ich habe es ja, seit ich volljährig bin. Ich finde auch nicht, dass man eine wahnsinnige Sache daraus machen muss. Für mich ist es heute so natürlich und normal, dass es für mich jetzt weder eine wahnsinnige Feier ist, noch eine Forderung braucht, noch irgendetwas. Man lebt einfach damit und es ist gut so, wie es ist. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Aber ja. Mhm. Und wir sind im anderen Punkt sozusagen schon in dieser Gleichstellungs- Debatten, könnte man ja auch sagen. Und das ist ja das, was jetzt so viel kommt, oder? Also genau, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, für die Leute, die es erlebt haben, gerade für die Frauen, die es vielleicht erlebt haben, die jahrelang auch dafür gekämpft haben, und von denen leben ja durchaus auch noch viele, für die hat es sicher einen anderen Stellenwert. Und von dem gesehen kann ich auch verstehen, wenn die das jetzt feiern oder irgendwie ja, sich speziell daran erinnern. Aber eben für mich ist das ja, kein spezieller Moment, insofern als es für mich persönlich nicht. Ja, ich habe es nicht in meiner Biografie, hat es keinen Stellenwert. Oder? Ich habe es nicht erlebt. Das heisst, du kannst durchaus auch einige von den Artikeln, die im Moment erscheinen, einfach überblättern oder das interessiert dich nicht so brennend alles. Ist das so? Nein, ich lese die Schlagzeilen und dann geht es weiter. Okay. Also, was ich schon spannend finde, was ich durchaus auch schon gemacht habe, ist Biografien lesen von Frauen, die dafür gekämpft haben. Oder ich habe zum Beispiel auch bei meinen Großeltern nachgefragt, vor ein paar Jahren, als ich im Jus-Studium war, haben wir das einmal durchgenommen, die Verfassungsgeschichte. Und dann bin ich habe das Glück, dass noch 3 von 4 Großeltern leben von mir. Und dann bin ich zu ihnen gegangen und habe sie gefragt, wie habt ihr das dazu mal erlebt? Wie habt ihr gestimmt? Das hat mich durchaus interessiert. Aber ja, so jetzt grundsätzlich finde ich, jetzt sind wir in der Gegenwart und schaue lieber in die Zukunft von dem her gesehen. Okay. Wenn wir doch auch noch die beiden so ein bisschen arrivierteren Politiker gerne auch noch fragen, wie sie das einschätzen. Auch die jetzige Debatte, was wir eigentlich wie können daraus nehmen, daraus lernen vielleicht, oder in die jetzige politische Debatte, wie wieder neu
reinnehmen? Was würdet ihr dort vor allem noch erhoffen, jetzt, rund um den Tag? Rudi Lustenberger, vielleicht. Also, Florian, du hast gesagt, der Bundesrat hat sich entschuldigt bei den Verdingkind. Richtig, das ja. Ist, das war in der Ordnung. Weil dort war der Bundesrat und nicht das Parlament ja. Im Leid und hat das müssen überwachen. Ja. Da ist es etwas anderes. Da hat der Souverän entschieden. Und der Souverän ist das höchste Gremium der Schweiz und nicht der Bundesrat. Und von dem her sehe ich nicht einen Grund. Es ist Entschuldigen ist eine Symbolik. Aber da sehe ich nicht den Grund, dass sich der Bundesrat muss entschuldigen muss, weil auch seine Vorgänger und Vorvorgängerinnen und Vorgänger haben nichts Letztes gemacht. Man hat das Thema im Souverän unterbreitet. Es ist einmal oder zweimal abgelehnt worden und im dritten Anlauf, glaube ich, ist es gegangen. Was ich allerdings mir würde überlegen, wenn ich noch Nationalratspräsident wäre, ob es nicht am Ständerats- und am Nationalratspräsident wäre, die Entschuldigung zu machen. Weil das ist, die sind Vertreter, Volks- und Ständevertreter von der Eidgenossenschaft. Aber mit dem wollte ich jetzt nicht sagen, sie sollen es machen. Ich habe das in dieser 3-4 Minuten, wo wir jetzt über das diskutieren, ist mir das so zu Sinn gekommen. Aber der Bundesrat muss sicher keine Entschuldigung geben. So, wenn ich wieder Heiner Studritz beobachtet habe, wie er reagiert hat, du hast so ein bisschen genickt. Also du siehst es auch in die Richtung. Ja. Ja. Aber ich finde es gut, dass man so Jahrzahlen benutzt, um einen Rückblick zu haben, schauen, wo steht man, wie sieht es für die Zukunft aus. Nicht nur beim Thema Frauenstimmrecht, bei allen grösseren Fragen geht es weniger um Feiern und Zelebrieren, sondern sich bewusst zu werden. Für mich war eben nachher der zweite Schritt ein wichtiger gewesen, nach dem Frauenstimmrecht, ist denn das neue Eherecht. Das wäre natürlich ohne die Frauen nicht gekommen und das ist neben dem Gleichstellungsartikel in der Bundesfassung noch die zwei weiteren Entscheidungen gewesen, die für Gleichberechtigung zentral waren. Wir müssen ja immerhin sehen, bis Mitte 1985 haben wir ein Eherecht gehabt, wo nicht nur der Mann das Oberhaupt war, sondern nach Gesetz der Name der Kinder bestimmt hat, die Wohnung bestimmt hat. Die Ehefrau durfte nur arbeiten mit Unterschrift, kein Konto auf, ohne die Unterschrift. Für mich ist eigentlich für die Frauen die Ergänzung Stimmrecht 71, Eherecht und Gleichstellungsartikel. Ich bin sonst nicht in jedem Thema einverstanden mit den neuen Frauenbewegungen, überhaupt nicht. Aber die zwei ergänzenden Entscheide auf der gesetzgeberischen Verfassungsebene, finde ich, machen eine Abrundung. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass man sich dort gut bewähren. Ja, wenn man stellt sich vor, also Sarah Fritz, oder können wir reagieren, unsere Generation, ich bin Jahrgang 83, und also wir sind die gleichliche Generation, so könnte man sagen. Stell dir vor, das wäre nicht, also das kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Nein, es ist so normal jetzt, genau. Ja, also, aber ich denke auch immer wieder, es sind Meilensteine, wo gekommen sind, eben, wo ich auch dankbar bin, aber mit dem, es geht weiter, oder? Jetzt sind andere Themen wichtig oder andere Themen, wo man vielleicht immer noch das Gefühl hat, dafür sollte man kämpfen. Und von dem her gesehen, genau. Was sind denn für Themen, wenn ich dich darf fragen, die dir wichtig sind, wo du jetzt dafür gerne kämpfen willst? Also, wir reden ja dafür, dass es eine Ungleichheit war, dass es auch eine Ungerechtigkeit war, dass Frauen nicht haben dürfen stimmen. Und für mich zum Beispiel eine grosse Ungerechtigkeit oder etwas, was mich unheimlich wütend macht, ist die ganze Ausbeutung, wenn es um Menschenhandel geht, wo oft eben auch die Frauen betroffen sind, mehr als die Männer.
Und das ist etwas für mich, wo wir noch überhaupt nie sind. Oder? Den Sklavenhandel haben wir abgeschafft, aber das, was mit dem Menschenhandel passiert, ist eigentlich genau das Gleiche heute. Genau. Das ist so ein Thema, ja. Okay. Wo man auch darüber kann lesen im Moment, was da abgeht. Jetzt habe ich, glaube ich, gelesen, dass sie in den Hotels zum Beispiel im Moment feststellen, dass sie dann hier reingehen. Und, aber da eben gerade die ganzen Themen dort sind politisch sicher wichtig. Auf, wahrscheinlich, jetzt sagen wir mal, auf kantonaler Ebene vielleicht schwierig, oder? Ist schon eher etwas, wo man national dann müsste anpacken, Sarah Fritz. Ja und nein. Ich meine, viele, jetzt wenn es um Kontrolle geht, wenn es die Polizei sollte kontrollieren oder wenn oder Baustellen kontrollieren, das sind natürlich dann kantonale Sachen, die die Kantone lösen müssen. Und dort geht es auch darum, hat man die Ressourcen, oder? Also nicht nur das Wissen, sondern hat man genug Menschen, die sich dem annehmen können und die Kontrolle durchführen. Hat man genug Wissen, wie man es machen muss, dass man wirklich auch aufdeckt, wenn es zu Ungereimtheiten kommt. Das sind durchaus auch Sachen, wo die Kantone involviert sein sollten. Aber klar, zum Teil ist es dann auch auf nationaler Ebene zu lösen. Also gerade wenn es zum Beispiel um Gesetz geht, Strafgesetz oder ähnliches. Mhm, genau. Fragen wir noch Lisa Leisi, für was sie vor allem im Moment kämpft, wo sie findet, dass für das ist es mehr der Wert, immer wieder in die Politik aufzustehen. Ob jetzt sagen wir bei den Gleichstellungsthemen, aber es kann auch andere Themen betreffen. Also jetzt speziell zu den Frauenthemen finde ich es wichtig, dass der Staat nicht anfängt lenken und ein bestimmtes Rollenbild bevorteilen. Also es ist eine Tendenz da, dass der Staat eigentlich möchte Steuervorteile bieten und Frauen möglichst auch im Arbeitsprozess haben, möglichst hochprozentig, möglichst Fremdbetreuung fördern. Und ich finde, da sollte man aufpassen, dass man nicht auch das Muttersein abwerten und die Freiheit von Ehepaaren, wie sie das aufteilen wollen. Ich finde, das sollte man ihnen überlassen und man sollte nicht zwei Verdiener bevorteilen gegenüber einem Verdiener Haushaltigen. Mhm. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Oder jetzt Ehe für alle ist natürlich mit dem Referendum, das ergriffen wurde, ebenso ein wichtiges Thema. Und ich denke, da greift die Schöpfungsordnung ein, wo uns nicht zum Sagen dient, wenn wir das auftun, bis hin dann zur Leihmutterschaft eines Tages. Das ist Salami-Taktik. Also wir merken, Themen kommen ja immer wieder neu auf. Der Stoff geht uns nie auf, für irgendwie gute Wege zu finden für das Zusammenleben, wie wir das können führen oder können organisieren oder lenken. Also das ist eigentlich das Faszinierende, oder? Genau in all diesen Themen immer wieder die Debatten können zu führen. Und ja, ich glaube, dort hier können wir für jetzt wieder zurückzukommen zu der Frage, auch wegen Frauen, die aktiv sind. Ich habe da verschiedene Artikel gesehen, wo mutige Frauen, die nicht mehr schweigen wollen. Und wir haben Frauen auf dem Vormarsch bei den Wahlen 19, im Nationalrat. Ist der Anteil auf 42% gestiegen. Also der Tier ist ja, also ich kann nicht mehr sagen, das wird nicht gehört, oder? Oder was denkt euch da? Ist jetzt vielleicht das gar nicht mehr so das Thema, die Quoten und all das, was der Tier drin geht, sondern mehr inhaltlich. Denkt ihr? Auch nochmal die Lisa, vielleicht gerade noch eine, schon er. Ich denke, es wird immer wieder zum Thema gemacht. Es gibt ja auch die Quotenforderungen und auch in den Verwaltungsräten sollten mehr Frauen drin sein. Und da gibt es halt immer so einen Kampf und einen Wettbewerb zwischen den Geschlechtern, wo mir zuwider ist. Es sollte eigentlich um Qualifikationen gehen, um Stärken und nicht das Ausspielen von Frau und Mann. Und ich glaube, dass man da auch ein bisschen muss, Zeit geben muss. Und ich glaube aber auch, dass es halt Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern. Also nicht alle Frauen streben so Ämter an. Und da hat nichts mit Diskriminierung zu tun, in meinen Augen. Einmal heutzutage oder ja, es gibt es vielleicht schon, aber ich will jetzt nicht sagen, grossteils.
Dreigewalt eigentlich auch immer wieder. Ja, dass Frauen andere Prioritäten setzen, häufig auch, oder? Also Lebensqualität und vielleicht Familien auch, was auch immer. Okay. Ich weiß nicht, ob da alle einverstanden sind. Man darf gerne noch mal einander widersprechen. Also, nein, mir ist einfach wichtig, dass ein Ehepaar miteinander die freie Entscheidungsmöglichkeit hat, wie sie es machen wollen. Ob die Mutter daheim ist und der Vater arbeitet oder das Umgekehrte. Wir hatten einen langjährigen Grossrat bei uns von der EVP Margau, der Hausmann war und die Frau ist geschaffen. Dort ist er schief angeschaut worden. Sondern, dass jedes Paar, wenn es ein Paar ist, Rahmenbedingungen, das braucht Rahmenbedingungen aus einem freien Entscheid. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man die Leute in ein progressives oder in ein konservatives Modell tut, sondern dass man eine gewisse Toleranz hat, aber Verantwortung hat. Mir ist aber noch ein Anliegen, es wird jetzt über XXX Heldinnen geredet, über die, die jetzt sind, aber es hat in diesen 50 Jahren in der Praxis eine ganze Reihe Frauen gegeben, die haben Schritt gemacht. Und für denen gehört man nicht. Ich nehme ein Beispiel, die erste Oberrichterin im Kanton Zürich. Für Ina Brehm, mit um die 40 hat sie, die ein Lizenziat hat, für die EVP kandidiert für das vollamtliche Bezirksgericht. Hat ihr gesagt, ihr Rucksack sei zu klein, sie sei ja nur juristische Beraterin vom Evangelischen Frauenbund, das lernt nicht. Dann hat sie entschieden, als Praktikantin ins Gericht, hat einen Rechtsanwalt gemacht, ist in einer Kampfbezirksrichterin geworden, die erste Oberrichterin im Kanton Zürich, innerhalb von wenigen Jahren voll dran gekämpft. Aber sie hat einen Mann daheim gehabt, wo die Nummer 2 dann geblieben ist. Er hat gesagt, wir haben entschieden, jetzt soll sie die juristische Karriere machen mit einem gewaltigen Einsatz. Und am Schluss hat sie noch ihren Doktor für einen Bereich bekommen. Und ich kenne andere Frauen auch, die jetzt untergehen, aber die haben müssen für all diese Schritte enorm kämpfen. Heute ist es ja so, dass ja mehr Frauen Akademikerinnen sind als Männer. Also ich finde das nicht schlecht. Äussere Rahmenbedingungen sind da. Also wir sind eigentlich in keiner schlechten Ausgangslage. Aber es braucht immer auch die, die sich nicht mehr zurücknehmen. Und es ist wichtig, dass das nicht immer Frauen sind, die sich zurücknehmen, sondern auch Männer. Absolut, genau. Also ich kann nicht nur von meiner Generation wieder sagen. Weiss nicht. Oder wir können Sarah Fritz fragen, wie sie das jetzt organisieren. Wie da... Ihre Aufteilung hat. Also ich bin ledig, von dem her gesehen habe ich mich da. Entschuldigung, Sarah. Ja, dann muss ich wirklich von mir reden. Muss ich das mit niemandem absprechen? Und kann einfach meinem Herz folgen und das machen, was mir Spass schön macht. Die volle Freiheit. Ja, das ich glaube, das ist ja so ein bisschen... meine Generation oder so bin ich auch von meinem Elternhaus geprägt worden, grundsätzlich. Mir ist nie gesagt worden, das macht man nicht als Mädchen oder das darfst du nicht, weil du eine Frau bist. Da sind meine Eltern sehr, die haben mich einfach machen lassen, was mir Freude gemacht hat. Und ich habe zum Beispiel lange Trompete gespielt und habe dann erst im Orchester gemerkt, als ich das einzige Mädchen war, habe alles Buben, die Trompete gespielt haben, dass das vielleicht ein bisschen speziell ist, dass man als Frau scheinbar nicht unbedingt oder als Mädchen nicht Trompete spielt. In der Politik war es ähnlich. Es hat mich einfach interessiert, also habe ich es gemacht. Logisch, es sind tendenziell immer noch mehr Männer politisch aktiv. Es hat in den letzten 10 Jahren jetzt doch auch ein bisschen... es ist recht aufgegangen. Es hat jetzt mehr Frauen. Es hat aber auch sehr viel Anstrengung gebraucht, weil ich glaube, tendenziell sich viele Frauen das weniger zutrauen als Männer. Und ich erlebe immer wieder, dass man Frauen... muss viel mehr motivieren, gerade jetzt auch, wenn es zum Beispiel darum geht, für Wahllisten. Die Männer sagen zu, ja, das mache ich auch noch, neben allem anderen, was ich mache. Und bei den Frauen heißt es, ich weiß nicht, ob ich das kann oder ich mache schon so viel anders. Und da merke ich schon, das braucht einfach mehr Überzeugungsarbeit.
Man muss der Frau auch immer wieder sagen, hey, Politik, das ist Learning by Doing. Du musst nicht das Gefühl haben, du musst schon alles können. Du kannst einfach auch mal kandidieren und dann ist jetzt überhaupt noch nicht klar, ob man gewählt wird. Aber auch wenn man gewählt wird, geht allen gleich. Man kann keine Ausbildung machen. Man fängt dann einfach an und wird angeleitet und lernt an den Job. Und von dem her gesehen, ich denke, das ist halt schon eine gewisse noch ein anderes Thema, neben dem eben, dass man einen Mann haben muss, der Verständnis hat, auch gerade wenn Kinder noch Thema sind, ist halt schon so, dass Frauen tendenziell vermutlich ein bisschen mehr überlegen oder tendenziell mehr Nein sagen oder sich das nicht zutrauen wie Männer, auch heute noch. Mhm. Wenn man dir so zulässt, merkt man, du ja, hast offenbar Freude bekommen an dem Ganzen. Und auch wenn das Klima ja manchmal ein bisschen rauch ist, oder, in den Diskussionen, hat man so das Gefühl, manchmal auch öffentlich man recht drankommt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auf kantonaler Ebene auch stark schon der Fall ist, aber national nehme ich das ja sehr wahr. Wegen der falschen Aussage, einmal in der Arena, oder, haben wir gerade gemerkt. Gell, Rudi Lustenberger, wir haben doch schon darüber geredet, oder? Bringen wir das geschwingen, oder? Als Beispiel. Ja, das von der Yvonne Veri. Ja, genau. Ja. Ich habe ihr ein Mail geschrieben und gesagt, sie hat das schon gut gemacht. Das ist übrigens eine gute Frau. In der Ruth Hummel habe ich auch ein Mail geschrieben und sie haben mir freundlich geantwortet. Ja. Also, das ist zu weit gegangen. Aber es geht hat nicht mit Frauen und Männern zu tun, sondern es ist das Rassismus-Thema. Das ist heute nicht der Fall. Aber ich kann jetzt nicht sagen, man könnte päpstlicher weder der Papst sein. Das hat mit dem Papst und mit dem Päpstlichen zu tun, nichts zu tun. Aber wenn man jemanden positiv gut erwähnen, aufgrund von seiner Herkunft. Ich habe gesagt, ich sei ein Entlebucher. Aber trinke ich viel lieber ein Glas roten Wein, wenn du einen Kaffee trinkst. Aber wegen dem haben wir endlich Bucher ja gleich Etiketten, als wir ein bisschen mehr Kaffee trinkst, trinken, wenn der Durchschnitt Schweizer. Mhm. Aber das ist doch noch nicht eine Beleidigung, weil es stimmt ja vermutlich. Und wenn wir anfangen, positiv gemeinte Aussagen in diese Schublade jetzt tun, die gehen immer zu weit. Aber das ist, glaube ich, zu gegessen. Das war ein Medienrummel gewesen. Ich habe fast gesagt, neben Corona haben sie wieder etwas anderes müssen schreiben, Presse. Wegen dem haben sie das auch noch gebraucht. Aber ich würde noch gerne zu dieser Diskussion, die wir jetzt haben, noch zwei Aspekte einfügen. Gerne. Die CVP vom Kanton Luzern war in der glücklichen Lage, gewesen, als wir mit der Josi Meier eine Frau hatten, der ersten Stunde. Ja. Ja. Und ich nachher auch mit Judith Stamm eine Frauenrechtlerin gehabt, die sich vehement für das eingesetzt hat. Und das hat die CVP vom Kanton Luzern geprägt. Und die Tatsache, dass die vier Vertreterinnen oder die vier Abgeordneten von der CVP vom Kanton Luzern, die in Bern politisieren, eine Ständerätin, zwei Nationalrätinnen und ein Nationalrat sind, das ist auch nicht eintägig so. Natürlich muss die Qualität der Personen stimmen. Aber die Vergangenheit von einer Partei, die tut eben auch helfen. Ein zweites Beispiel, wieso ich auch nie für Quote war. Im Moment ist das Stadtparlament, also der Gemeinderat der Grosse von der Stadt Bern, ist meines Wissens frauendominiert. Und das ist auch gut so, weil der Souverän hat das so wollen. Und da bin ich mit dem Heiner Studer einig. Quote muss man im äußersten Notfall machen. Aber der äußerste Notfall ist nicht passiert in der Schweiz. Es hat sich über die 50 Jahre, sind wir jetzt auf die 42% gekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 10 Jahren das erste Mal im Nationalrat, im Ständerat vielleicht noch nicht, im Nationalrat mehr Frauen haben als Männer. Und das ist ja auch gut. Und jetzt noch zu den Rollen der Frau vor 50 Jahren und von heute. Marie-Therese, meine Frau und ich, wir haben, als wir geheiratet sind, die Firma von meinem Vater übernommen.
Und für uns war es klar, dass Marie-Therese die traditionelle Frauenrolle inne hat und ich bin der Unternehmer gewesen. Aber meine Frau hat immer in der Zeit, wo sie zusätzlich noch frei hatte, hat sie immer für das Geschäft geschafft. Wir haben 5 Kinder, 4 Mädchen und einen Bub. 3 von diesen Mädchen sind Eltern, aber die arbeiten alle zusammen zwischen 40% und 60% auch. Und die Männer haben auch reduziert. Das muss man aber miteinander abmachen. Und nicht vom Staat sich vorschreiben, ich arbeite nicht so viel und das andere arbeitet so viel. Das ist in der individuellen Freiheit von einem Paar überlassen, wie man es organisieren will. Und zurück zu meiner Frau, als ich angefangen habe zu politisieren und die Kinder grösser waren, hat sie mit einem Arbeiter zusammen das Geschäft geführt, als ich zu Bern konnte politisieren. Aber das muss man miteinander abmachen und nicht vom Staat vorschreiben. Merci vielmals, Rudi Lustenberger, für die paar Statements, die du da noch reingibst. Ich weiß gar nicht, ob alle den Fall Ferry genau kennen, sonst kann man es noch googeln, was es ist gesehen. Aber wir sind jetzt da gerade ein bisschen stotzig drin in das Thema, was es ist gesehen und auch die verschiedenen anderen Bereiche, die wir jetzt besprochen haben, würde ich gerne ein bisschen abschließen und noch zu einem aktuellen Thema kommen, wo eine Abstimmung vor der Tür steht. Und das geht in einem gewissen Sinn natürlich auch wieder um Gleichstellung, klar. Und vor allem im Gegenvorschlag zu der Initiative für das Verhüllungsverbot, dort hier ist es auch drin, dass nämlich man das wie mehr fördern will, die Gleichstellung der Frau. Das wird noch gerade gelesen, wie das genau dort hier drin steht. Und da werfen ja jetzt die Initianten die Vermischung, denen, die den Gegenvorschlag ausgeschafft haben, die Vermischung von 2 verschiedenen Anliegen vor. Aber eigentlich geht es ja einfach grundsätzlich um das Verhüllungsverbot, wo wir am 7. März darüber abstimmen. Lassen Sie uns doch noch gerne in eine aktuelle Debatte schnell reingehen, wenn wir da 4 Politiker in einer Runde haben. Wie äußert ihr euch hier dazu äußern, zu dieser Frage, ob man so das Verhüllungsverbot annehmen, die Initiative annehmen oder nicht? Lisa Leisi, das hat schon länger nicht mehr gesagt. Ich frage mal bei dir. Also ich denke, es ist klar, dass man das darf annehmen, einfach als Signal gegen einen politischen Islam, gegen das Chaotentum, wo wir nicht unterstützen wollen. Und ich denke, das hilft indirekt auch der Frau, dass sie wertgeschätzt wird, vor allem von anderen Kreisen, die sich das von ihrem Glauben her oder ihrer Kultur her nicht gleich gewöhnt sind. Auch wenn das bei uns heute gar nicht so gross vorkommt. Im Gegenteil, es sind zum Teil ja Schweizerinnen, die dann sich so extrem verhüllen und die sicher auch freiwillig machen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es ist ein Zeichen für IS dann. Also, es ist ein ganz anderes Statement und ich denke, das passt nicht in unser Land, nicht in unsere Kultur. Und ja, es macht auch keinen Sinn, dass wir jetzt das kantonal lösen, weil wir reisen ja über Kantone aus und man merkt nicht immer, in welchem Kanton dass man genau ist und plötzlich ist man in einem, wo es dann verboten ist oder wieder erlaubt. Von dem her macht es für mich auch Sinn, dass wir das national dort lösen. Ja, genau. Also gehen wir mal die Frage ein bisschen weiter. Es ist ja schon Arena gelaufen, letzten Freitag dazu, zu dieser Frage und zu dieser Abstimmung vom 7. März. Wie sieht das zum Beispiel auch der Heiner Studer? Es ist ein Thema, wo ich mich nur minimal engagiere. Mhm. Denn es ist für mich ein typischer Fall, dass eben im zentralen Anliegen einig ist, wenn man das Pro in ein paar Sätzen hört, sagt man richtig. Und wenn man das Kontra hört, richtig. Das ist einfach etwas, man muss abwägen. Ich selber werde ja stimmen, aber es ist für mich nicht eine zentrale Frage.
Und darum finde ich die Abstimmungskampagne gegensätzlich schlecht. Es geht nicht um Hass und weiss ich was, es geht um andere Prioritäten. Und ich, aber da sehe ich es schon wie es eben so, wenn schon, muss man es auf gesamtschweizerischer Ebene machen. Tessin und St. Gallen, die ja gesagt haben, das bringt es nicht. Und von da aus denke ich, dass es auch so wird rauskommen. Aber es gibt andere Themen, sonst, wo ich mehr Herzblut habe. Hm. Okay. Nach der ersten Umfrage deutet sie auf ein Ja her. Das muss nicht unbedingt auch so eintreffen, aber die Tendenz ist in die Richtung. Rudi Lustenberger, ist das ein Thema, das dich interessiert oder nicht so stark? Es gibt wichtigere Sachen in der schweizerischen Politik. Mhm. Aber wir haben das Initiativrecht und die Initianten haben die Initiative eingegeben. Und ich werde Ja stimmen. Mhm. Okay. Was sind denn, wenn wir jetzt gerade so fragen, wichtigere Themen? Ja, aber Sarah würde ich auch noch gerne hören dazu. Hast du Sarah auch noch gehört? Es nimmt immer schon Hunger, gell, Heiner? Ja, ist gut. Also. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, oder? Also sicher denke ich auch, wenn dann national. Weil grundsätzlich im Moment habe ich das Gefühl, auch aus meiner eigenen Wahrnehmung, das betrifft ja vor allem Touristen. Also, ich war letztes Mal im Berner Oberland und dann hat es mich schon noch erstaunt, wie viele Frauen mit Gesichtsverhüllung im Berner Oberland anzutreffen sind an einem schönen Sommertag. Vor zwei Jahren, nicht letzten Sommer. Und für sie, denke ich, ist es noch viel schwieriger, dann müssen, eben, bin ich jetzt noch im Berner Oberland oder in welchem Kanton bin ich, da man sieht, wenn dann sicher national. Ob wir jetzt wirklich Kleidervorschriften in der Verfassung brauchen, da kommt dann mein Juristenherz. Ja, genau. Weil ich so finde, ja. Aber es ist halt bei uns in der Schweiz so, dass die Initiativen immer auf Verfassungsstufe festgeschrieben werden. Also wir haben auch anders in der Verfassung, wo eigentlich nicht in die Verfassung wird gehören, weil es Initiativen gegeben hat, die angenommen worden sind. Und dann habe ich gesehen, was mir ein bisschen Angst macht oder wo ich denke, was eben auch nicht gut war, wenn es jetzt Frauen sind, die hier leben, also nicht Touristinnen, die dann allenfalls eben gar nicht mehr rausgehen. Ich denke, das wäre sicher auch nicht. Diesen Frauen wäre nicht geholfen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Andererseits sehe ich auch, wenn ich zum Beispiel in Iran wählen, müsste ich ein Kopftuch anziehen. Von dem her gesehen finde ich, ist es auch richtig, wenn Frauen, die hierher kommen, sich unseren Gegebenheiten anziehen. Passen. Und wenn ich sehe, wie jetzt das mit den Masken, die wir alle anziehen müssen im Moment wegen Corona, wie das die Mimik und Gestik und Kommunikation einengt, dann muss ich eigentlich sagen, das wünsche ich niemandem, müssen so den Alltag zu bestreiten. Und insofern würde ich wahrscheinlich ja stimmen. Aber ich gehe mit dem Heiner Studer. Es ist ein schwieriges Thema, es hat ein Pro und Contra, es ist am Schluss eine Abwägung und es ist sicher nicht das Thema, das mich jetzt wahnsinnig bewegt. Ich glaube bei der Schweiz nicht, weil es eben einfach auch noch nicht es gibt. Es ist, sind gar nicht so viele Fälle. Aber, wie gesagt, es ist eine Initiative, wo genug Unterschriften gesammelt worden sind und darum stimmen wir darüber ab und werden wir uns auch müssen entscheiden. Genau. Voilà. Aber man merkt, du hast dich sehr schon gut auseinandergesetzt damit. Also dass die Argumente die sind sehr schnell gekommen und ja, gut nachvollziehbar. Wunderbar. Also gehen wir doch zurück, was ich eigentlich der Rudi Lustenberger auch fragen wollte. Du hast gesagt, eben, es gibt andere, wichtigere Themen, jetzt so, wo die Schweiz sich dazu sollte, durch die Dinge zu einem Weg, zur Entscheidung. Was sind denn das für Sachen, die dir im Moment brennen, wo du würdest sagen, hey, dort müssen wir unbedingt die Lösungen haben? Also das wichtigste Thema, das die Schweiz im Moment beschäftigt, neben Corona, das ist das Rahmenabkommen. Weil das Rahmenabkommen mit der EU, das ist im Bundesrat entgleist. Und wenn die Livia Loi nicht einen anderen Vorschlag bringt, also wo wirklich die Themen, die auf dem Tisch vom Haus liegen,
mit dem Europäischen Gerichtshof, mit der Unionsbürgerrichtlinie, mit der Einmischung der EU in innerstaatliche Angelegenheiten der Finanzierung von kantonalen Institutionen und vor allem mit dem Arbeitnehmerschutz. Das sind wichtige Themen. Und hinter diesem Rahmenabkommen ist nachher ein Burka-Verbot verschwinden, oder? Oder Auswirkungen. Nur, das ist ja jetzt noch nicht auf dem Tisch, nicht einmal vom Parlament, es ist immer noch beim Bundesrat. Eine zweite Abstimmung oder ein zweites Problem, das ich im Moment sehe, ich kann den Bundesrat nicht begreifen, dass man in UNO-Sicherheitsrat tut. Da, wo wir im 2003, glaube ich, oder nein, es war vorher gesehen, über einen UNO-Beitritt abgestimmt haben, bin ich dezidiert der Meinung, dass die Schweiz in die UNO gehört. Weil dort wird diskutiert. Aber die neutrale Schweiz hat im UNO-Sicherheitsrat nichts verloren, weil dort musst du Partei ergreifen. Und das ist nicht die Rolle der neutralen Schweiz. Und da in der Abstimmung zu der UNO hat der Bundesrat versichert, es sei kein Thema der Sicherheitsrat. Und gleich wird es jetzt auf das Tabet gebracht. Und da kann ich es jetzt einfach nicht verkneifen, dass das Rahmenabkommen auf einer falschen Schiene ist. Und dass der Schweiz in UNO-Sicherheitsrat will, das hat der gleiche Absender. Und der Ignacio Cassis muss im Moment das ausbaden, was seine Vorgänger, der Didier Burkhalter, falsch gemacht hat. Der Didier Burkhalter ist ein sehr hochanständiger Mensch. Aber er hat außenpolitisch hat Bodenhaftung verloren gehabt. Und diese Bodenhaftung, die wünsche ich im Ignacio Cassis, dass er, wenn es dort nötig ist, den sogenannten Reset-Knopf zu drücken. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen das Herz gehört von Rudi Lustenberger, was ihm brennt im Moment. Und das können wir ja gut zum Schluss noch machen. Wir können wirklich die Leidenschaften raushören, was brennt wirklich. Das ist doch das Schöne. Heiner Studer, was ist das für den Moment? Die übernächste Abstimmung, das CO2-Gesetz. Das finde ich wichtig. Ich habe mich mein ganzes politisches Leben immer mit den Umweltfragen beschäftigt. Und das ist für die Zukunft wichtig. Und also dort würde ich mich anders engagieren im CO2-Gesetz. Die andere Thematik, die mich jetzt auch neulich immer bewegt hat, und das war auch mit dem Grund für mein Engagement, ist die Armutsfrage. Wenn mir das gefällt, in dieser Welt sieht, aber auch das zunehmende Gefälle in unserem Land zwischen Arm und Reich, finde ich eine enorme Herausforderung, die wir als Land zu wenig machen. Und von daher, ich habe jetzt bewusst zwei andere Themen genommen. Eigentlich sind alle Themen, die wir kommen, zentral, aber das ist da, wo mich die Armutsfrage ist, da, wo mich am tiefsten bewegt, vor allem. Mhm. Ja, ich kann dort vielleicht gerade noch einsteigen. Ich bin noch im Vorstand von der Winterhilfe Basel-Land. Das ist natürlich etwas, was ich sehr stark mitkriege. Also Corona macht es überhaupt nicht besser, oder? Also Kurzarbeit ist gut und recht, aber wenn du mit 100% von deinem Lohn schon knapp ist, kommst du einfach mit 80%, wenn du eine Familie musst durchkriegen, einfach nicht aus. Also es geht einfach nicht und vor allem Monate geht es nicht. Und das ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt. Also einerseits die Armut, aber die ganze Corona-Situation. Weil einfach je länger, je mehr, wenn ich auch mit Unternehmen rede, wenn ich mit Menschen rede, jetzt auch mit Jugendlichen, die je länger auch psychische Probleme haben, Selbstmord, die zunehmen etc. Also das ist noch lange nicht ausgestanden. Und das Arbeitslosigkeit, die zunimmt, und das macht mir schon Sorgen. Und da frage ich mich schon, wo wir da noch hinkommen, mit all dem, was die Pandemie mit sich bringt und die Massnahmen, die Politik umsetzt und zum Teil abfedert, aber
zum Teil auch nicht abfedert oder eben meiner Meinung nach wahrscheinlich auch zu wenig abfedert. Aber da ist, das wären wir uns wahrscheinlich einig, der Bundesrat ist schon nicht so zu beneiden im Moment, oder? Für die Aufgabe, die man hat. Nein. Ja. Das ist unglaublich schwierig, da hier drin eine gute Linie vorzugeben. Habe ich aber den Eindruck, wenn ich das ein bisschen anschaue, aus der Ferne, aus meiner Warte. Lisa Leisi, du hast auch noch ein Wort, was dir auf dem Herz brennt. Ja. Also ich sehe das ähnlich, wenn es um Corona geht, dass da etwas ist, das sehr, sehr einschneidend ist und wo uns noch lange wird beschäftigen. Und ich glaube, gerade auch wenn es um Armut geht, ist das eben nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, gerade in Drittweltländern, die nicht die Absicherungen haben, die wir haben. Und wenn die unter Druck kommen, um auch so Lockdowns zu machen, dann stehen die Leute dort vor dem Nichts. Und es ist auch schwierig für Hilfsorganisationen, denke ich. Also das ist eine immense Not. Und was ich auch noch befürchte jetzt mit der Corona-Politik, dass wir da etwas reinkommen, wo unsere Freiheiten bleibend könnten beschnitten werden. Und Bevormundung zunimmt, man gewöhnt sich auch daran. Und zum Teil gerade mit der Angstmacherei, wo auch Medien betrieben haben, sehnen sich Bürger ja gerade noch zu mehr Sicherheit, zu mehr Bevormundung. Sie möchten eigentlich, dass noch viel mehr gehandelt wird. Und doch gibt es das einfach nicht. Und irgendwo haben wir schon immer Seuchen gehabt. Und da müssen wir schon schauen, dass Kollateralschäden nicht viel grösser sind als der eigentliche Virus. Und mir fehlen manchmal auch Bezüge zu faktenbasierten Grundlagen, wenn einfach gesagt wird, ja, Masken sind gut und jetzt kommen da noch bessere Masken, die man anlegen sollte. Und bei den Kindern sollen es auch immer noch jünger schon müssen Masken tragen. Aber ich will die Studie sehen, wo man ausschliessen kann, dass das Schäden gibt bei Kindern. Also ich habe einfach schon gehört, dass die nicht gleich können, den CO2-Gehalt ausgleichen und gleich noch zu genügend Sauerstoff kommen im Blut und dass das dann auch die Tierentwicklung schädigen könnte. Abgesehen davon, dass man eben die Mimik nicht sieht vom anderen Gefühl. Und die lernen ja auch noch von dem, gerade wenn es kleinere Kinder sind. Also da sehe ich enorme Probleme. Wenn ich mir bewusst bin, es ist nicht einfach für den Bundesrat und ich will die Verantwortung nicht unbedingt haben. Aber manchmal brauchen wir ein bisschen mehr Mut und ich hoffe, ja, dass auch Medien da wieder mehr unterschiedliche Meinungen zulassen, ohne dass man gerade sagt, es ist eine Verschwörungstheorie. Dann kommen wir in einen ganz neuen Bereich rein, wo wir jetzt natürlich noch locker eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde weiter diskutieren und auch über die Fakten und wie sicher welche Fakten sind, uns unterhalten und manchmal auch nicht ganz sicher sein. Also müssen wir doch ehrlich sein, was kann man genau als wirklich sicheren Fakt und sichere Informationen annehmen, was nicht. Und ja, auf diesen Informationen wird Politik der Tier auch gemacht, im Thema Corona. Also wir merken so bei mir jetzt als Redaktionsleiter bei LiveNet, ich merke, man kann der Tier fast nicht gewinnen, wenn man so in diese Diskussion zu tief hineingeht, weil für irgendwo muss ich auch wieder den Fachleuten vertrauen. Also vielleicht ein Statement, wenn noch jemand jetzt gerade kotzelt, wie verrückt, da dazu etwas zu sagen, wäre noch möglich, sonst würde ich nicht so lange dort, glaube ich, wollen verweilen. Ja. Jemand noch etwas ergänzen dazu? Und sonst mit dem Corona hören wir auf. Mit dem Frauenstimmrecht haben wir angefangen. Unsere Diskussion war sehr spannend. Einmal die vier Politiker, zwei Politikerinnen, zwei Politiker zu erleben hier in diesem Talk. Und einfach das Herzchen zu spüren von verschiedenen Generationen zum Thema Frauenstimmrecht. Aber wir haben auch ganz, ganz andere Themen auch noch können anschneiden. Und das war total spannend gewesen mit euch. Danke vielmals für euer Engagement, das ihr immer wieder reingebt. Also das hat man super gespürt. Beim Rudi Lustenberger und Heiner Studer habe ich es schon lange immer auch miterlebt. Über die Jahre, wo ihr seid dran seid. Danke vielmals für das, was ihr reingegeben habt und mitgestaltet habt in unserem Land über Jahre.
Das darf man ruhig an dieser Stelle wieder einmal sagen. Lisa Leisi auch, in dem Umfeld, wo du aktiv bist, in der EDU St. Gallen. Danke vielmals auch. Und Sarah Fritz, die Elan hat man auch super gespürt. Weiter so, können wir nur sagen. Dankeschön. Und viel Freude weiterhin beim Politisieren. Und das war es von dem heutigen Live-Net-Talk zum Frauenstimmrecht. Am Sonntag also werden wahrscheinlich die Sonntagszeitungen alle zusammen voll sein mit weiteren Berichten. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und hoffen wir eigentlich einen Anstoß geben, Inspiration so zu diesem Thema, für dort weiterzudenken oder darüber nachzudenken. Und danke vielmals allen, die hier mitdiskutiert haben. Danke euch für euer Interesse und wünsche euch eine gute Zeit und alle miteinander. Danke gleichfalls. Merci. Zusammen. Miteinander.